Herzlich willkommen zur Tauchfahrt zur Titanic. Und zwar ist das jetzt mein neuestes Projekt hier. Es haben sich einige gewünscht. Ich habe da ein Voting veranstaltet. Nicht hier auf YouTube, nicht hier auf Facebook. Nein, ich bin unter anderem auf spin.de registriert. Falls das jemand kennen sollte. Gleich mal eine Option, den Sound von der Musik ein bisschen leiser stellen hier. So, Hintergrundsound kann bleiben, Sprachausgabe kann bleiben, Musik, hier muss die Ton geändert werden. Okay, wie gesagt, habe ich ein Voting dafür veranstaltet und da haben sich die Leute eben für dieses Spiel hier entschieden. Ach, die Musik kann ich immer noch ein bisschen niedriger schalten. Das dröhnt mir so ins Ohr rein. So, wunderbar. Also, starten wir das Spiel. Ich spiele dieses Spiel hier absolut blind. Ich kenne es nicht. Ich habe es angetestet, um zu sehen, wie es läuft und so. Aber mehr ist da nicht. Ich habe nichts gemacht. Dann starten wir dieses Spiel. Untertitel. Ups. Ja, zeigen wir mal Untertitel an hier. Zurück geht's. Und jetzt wird das Spiel gestartet. Nun denn, dann verabschiede ich mich mal. Was sage ich hier? Verabschieden. Dann, ja, bis gleich. Hallo, leicht. Ach so, ich muss hier auf Starten klicken. Bis gleich. TML Studios Production. A game by Thomas Langenlotz und Michaela Vogeler. Geschichte, Story von Thomas Langenlotz. Programming René Tesch, also Programmierung René Tesch, Grafik Thomas Langenlotz und die Musik ist immer noch äußerst laut. Musik Jean-Pierre. Additional Graphics and Voice Timo Lühr. Ich denke mal Lühr, ja. Timo Lühr. Ja, ich hätte die Musik definitiv etwas leiser schalten müssen. Oh. Au, au! Ah, die Drums erschlagen mich. Hallo? Hörst du mich? Ich höre dich! Wieder online. Alles klar bei dir? Eine Strömung hat dich voll erwischt. Laut meinen Anzeigen ist dein U-Boot ernsthaft beschädigt. Ein weiteres Problem ist, du hängst fest. Verstehst du? Dein Sauerstoff ist extrem gesunken. Wahrscheinlich ist durch den Ausfall ein Leck im System. Deine Akkus haben auch schon bessere Zeiten gehabt, aber das ist noch nicht alles. Das Schlimmste ist, ich kann dir nicht helfen. Du musst dich selber befreien, hörst du? Wenn du das nicht schaffst, ist es hier und heute für dich vorbei. Zu Ende. Schlussklappe. Der letzte Vorhang. Du musst dich befreien, hörst du? Also, noch deutlicher, wie er es ausgedrückt hat, geht es ja wohl gar nicht mehr. Und wo hängen wir denn fest? Wir hängen an einem Wrack hier fest. Oh Gott, ist die Musik laut. Wir hängen... Au, aber es geht jetzt erstmal 5 Tage vorher. Und die Musik wird definitiv leiser noch geschaltet. Oh Gott, ich würde hier vom Schlagzeug erschlagen fast. So, ein wunderschöner Ladebildschirm. Ganz simpel und auch für jeden verständlich. Loading. Hier wird geladen, was das Zeug hält. Tralala. Und ja, jeden Moment dürfte es dann auch losgehen. Mal schauen. Hallo? Ja, jedenfalls, also wie habt's gesehen, es geht darum, es ist irgendwie ein Adventure-Simulator auch. Wir haben da die Szene gehabt, wo wir da an dem Schiff gehangen sind, an einem kleinen dünnen Draht, aber das in knapp 4000 Metern Tiefe kann schon sehr verhängnisvoll sein. Und dies ist der erste Tag. So, da bin ich wieder. Eine Tauchfahrt in fast 4000 Meter Tiefe dauert ganz schön lange, was? Du bist jetzt schon fast 2 Stunden unterwegs. In wenigen Minuten müsstest du den Meeresboden erreicht haben. Lass uns noch mal kurz durchgehen, was unsere Aufgabe ist bei unserem ersten Tauchgang. Du müsstest das Wrack finden und anschließend die 4 Transponder um das Wrack positionieren. Aber alles schön der Reihe nach. Als erstes müssen wir die alte Lady erstmal finden. Lass uns noch mal einen Systemcheck machen, bevor es losgeht. Mit der Taste N wechselst du in die Cockpit- und Innenansicht. Okay, also jetzt haben wir gerade hier die Cockpit-Ansicht. Wobei viel erkennen kann ich daraus nicht. Mit X schalten die Propeller in die Vorwärtsrichtung. Kannst du mal bitte die Taste X drücken? Die drücke... Übrigens, zur Kontrolle des Antriebs hast du am rechten Bildschirmrand ein Display. Okay, dann drücke ich jetzt mal das X. Viel sehen kann ich hier trotzdem nicht, außer dass es im Meer hier irgendwie
ziemlich viel Staub rumwirbelt. Steuern kannst du das Boot mit den Pfeiltasten. Mit der Taste Pfeil nach oben kannst du aufsteigen und mit der Taste Pfeil nach unten kannst du sinken. Mit den Pfeiltasten links, rechts kannst du den Kurs wechseln. Drück mal die vier Tasten zum Check. Links, rechts, hoch und runter. Okay, funktioniert auch. Jetzt schalten wir die Propeller in die andere Richtung, um rückwärts zu fahren. Wenn du jetzt einmal die Y-Taste drückst, stoppen die Propeller. Wenn du danach die Y-Taste erneut drückst, drehen sie sich entgegengesetzt. Check mal, ob das funktioniert. Okay, das checke ich dann mal ganz klar durch hier. Y. Und jetzt nochmal Y und wir fahren okay, jetzt rückwärts. Sieht gut aus. Um die Schubkraft der Propeller zu erhöhen, drückt man die Taste Position 1. Erhöhe jetzt die Schubkraft. Ja, mache ich doch glatt. Und jetzt verringern wir wieder die Schubkraft. Dazu drücke bitte jetzt die Ende-Taste. So, und damit geht's. Perfekt, das funktioniert auch. Lass uns nochmal schnell die Kameras abchecken. Mit der Taste C kannst du die verfügbaren Kameras durchschalten. Sieht gut aus. Ich prüfe nochmal kurz die Sensoren. Aber die scheinen auch alle zu funktionieren. Nochmal der Hinweis. Achte unbedingt auf die Anzeige am rechten Bildschirmrand. Die ist ganz wichtig. Sollte sich dort irgendein Balken rot einfärben, wird das gefährlich. Am besten wir brechen dann den Tauchvorgang ab, bevor noch etwas Schlimmeres passiert. Okay. So viel dazu. Ja. Nach 2 Stunden und 24 Minuten hat die Nephron den Meeresboden in einer Tiefe von 3817 Metern erreicht. 200 Meter mehr und wir hätten die 4 Kilometer. Um die Lady zu finden, könntest du das Echolot einsetzen. Drücke dazu die Taste E. Du solltest daraufhin einen Ping hören, der in einem bestimmten Intervall gesendet wird. Ich habe das Echolot ein wenig modifiziert. Wenn der Ping auf was Metallisches trifft, kommt ein dumpferer Ping zurück. Je lauter er wird, umso näher bist du dran. Dann gucken wir mal, behalte den Meeresboden im Auge, das tun wir doch glatt. Ein schöner Meeresboden, ziemlich flach und, ja, wenig eben da, ne? Also, mit E. Ah, da kam jetzt gerade was zurück, mit E aktivieren wir das Sonar. Richtung, in der Richtung, also hat es hier gerade so gepinkt, dann fahren wir auch gleich in der Richtung hier los. Also X zum Vorwärtsfahren und Position 1 zum Gas geben. So, da hin und wieder mal auch das Echolot hier laufen lassen. Ja, da kommt immer noch was zurück, also die Richtung scheint zu stimmen. Nun merke ich nicht, dass der Abstand davon irgendwie gerade kürzer wird, aber... Ja gut, vielleicht ist es ein Bruchteil von der Zeit, wo ich es nicht so richtig wahrnehme. Obwohl doch, jetzt ist es kürzer geworden. Wow, wow, wow. Warum drehen wir uns jetzt durch hier? Hallo? Diesmal kriege ich auch keinen Ping zurück. Wo du da unten gerade so schön am Umkurven bist, denk an die Strömungen. Die können schlagartig auftreten und dich und dein Tauchboot schnappen und irgendwo hinwirbeln. Im ungünstigsten Fall vor ein Wrackteil. Ja, ein kleiner das habe ich Haar gerade. Reicht und die Titanic hat ein Opfer mehr zu beklagen. Das habe ich gerade dort, auch festgestellt. Dort, wo du bist, herrscht ein Wasserdruck von 430 Bar. Ein winziges Loch in der Hülle von deinem U-Boot und du wirst samt Inhalt innerhalb von 2 Sekunden zerfetzt. Das erinnert mich wieder daran, warum ich nicht in dem Boot sitze. Weiterhin musst du auch auf die hervorstehenden Wrackteile und Drähte achten. Das Wrack ist diesbezüglich das reinste Minenfeld. Es kann ganz schnell passieren, dass du irgendwo hängen bleibst. Dann kann dir keiner mehr helfen. Wenn du festhängst, musst du dich aus eigener Kraft befreien. Gelingt dir das nicht, geht dir irgendwann der Strom aus. Und der Sauerstoff geht auch zur Neige. Das Ende vom Lied kannst du dir sicherlich denken. Okay, der Plan sieht so aus. Zunächst bringen wir die Transponder in Position. Bei unserem zweiten Tauchgang werden wir das Innere der Titanic erforschen, soweit es unser Equipment zulässt. Unser Ziel muss es sein, Informationen zu sammeln und an die richtigen Leute zu verkaufen. Mit dem Geld können wir unsere Ausrüstung verbessern, um noch tiefer in die Titanic vorzudringen. Insgesamt sind 5 Tauchgänge geplant. Ich hoffe, du machst nicht vorher schlapp. Man munkelt, du wärst genau der Richtige für diesen Job. Na dann mal los.
Okay, der klappert mir hier die ganze Zeit irgendwie was dazwischen, der Typ. Aber naja, und er motiviert mich ja auch richtig dazu. Hier schickt mich hier unten auf eine mordsgefährliche Mission und weiß jetzt ganz genau, warum er nicht da unten sitzt. Na, klasse. Das Echolot-Signal wird auch immer wieder kürzer. Also wir dürften jeden Moment ranstoßen, aber im Moment ist da noch nichts großartig zu sehen. Wow, bremsen! Y, stopp! Wow, du hast sie gefunden. Großartig. Wie beeindruckend sie ist. Unglaublich. Lass uns jetzt die Transponder platzieren. Unglaublich, wie dicht okay, dran das ich bin. Wie folgt. Ich navigiere dich zu den optimalen Positionen für die Transponder. Die Stellen für die Transponder sind gekennzeichnet. Wenn du die Kennzeichnung siehst, fahr einfach mit dem U-Boot durch die markierte Stelle. Der Transponder wird dann automatisch platziert und los geht's. Auf zum ersten Transponder. Nun denn, wohin? Irgendwie nach links. Du musst nach Süden. Ja, danke. Jetzt erstmal ein kurzes Stück zurück, sonst knall ich ja gegen das Ding. Dann drehe ich mich mal jetzt hier, also ich achte jetzt mal nur auf den Kompass. Viel sehe ich ja gerade nicht vom Schiff, aber ich will dreh dich auch Richtung Süden. Ja, ich arbeite doch dran. Westen? Nach Westen müsste Süden kommen. Jetzt kann ich aber auch langsam den Vorwärtsgang wieder einsetzen. Jetzt dürfte ich ja eigentlich nicht mehr... Dreh dich nach Süden. Jaha! Vielleicht ein bisschen mehr Gas geben, dann drehe ich mich auch schneller. So, noch ein bisschen mehr. Im Moment sehe ich ja... Wow! Da ist Süden. Weiter. Jaha, ich hab's schon verstanden. So, geh ich mal zurück in die Cockpit-Sicht. Also eigentlich müsste ich mich in diese Richtung hier halten. Kommt von hier aus auch irgendwie ein Signal? Nö, wahrscheinlich nicht. 70 Meter... Du musst weiter vor. Ja, was du nicht sagst. Oh, wie tief bin ich denn jetzt da am Meeresboden dran? Ach, das geht. Da habe ich noch genug Abstand dazu. Vielleicht ein bisschen höher noch. 50 Meter noch. Weiter. Ja. Das Ding kann eben nicht schneller. Aber ich steuere doch direkt drauf zu. Also hält's mich nicht so. So, 20 Meter noch und... Du musst noch ein Stück weiter vor. Ja. Ah, ich sehe schon. Muss ich jetzt runter? Ach, Mist. Es ist zu nah, ne? Nun gut, dann gebe ich mal nochmal ein Stück Gas zurück. Und dann tauche ich runter in das Ding da. So, stoppen. Links. Wie, was links? Unten. Also, Gas geben und so geht's, glaube ich, nach runter. Oder? Irre ich mich da? Nee, so geht's runter. Du musst mehr nach links. Warum mehr nach links? Da ist es doch. Ja, okay, mehr nach links. Ach nee, das geht schon automatisch los. Alles klar. Umso besser für mich. So, der erste Transponder ist unten. Ich habe gar nicht gesehen, wo das Ding rausgekommen ist. Wo denn jetzt? Okay, das war der erste Transponder. Bleiben noch drei weitere, die wir setzen müssen. Auf zum nächsten Transponder. Ach, da ist es ja auch schon. Habe ich mich jetzt so in die richtige Richtung gedreht. Noch weiter. Geduld, ein alter Mann ist kein D-Zug und dieses U-Boot erst recht nicht. Und wenn ich wieder gegen so eine komische Strömung da wie vorher hier reinfalle und mich durchdrehe, dann kann ich das Ganze nochmal knicken. Aber wenigstens bin ich diesmal näher dran und auch an passender Position. So, der zweite Transponder hiermit abgesetzt, offiziell, und unten liegt er. Können wir ja weiterziehen, ne? So, ich laufe mal wieder in die Richtung. Das geht ja wie das reinste Brezelbacken. Weiter zum dritten Transponder. Ich wette mit dir, du hast noch nie Brezeln weiter gebacken. Weiter vor. Jaha. Weißt du, es gibt so viele Geschichten über die Titanic. Mythen und Stories ohne Ende. Bücher über Bücher, mit denen du ganze Keller füllen kannst. Und dutzende Verfilmungen. Und jeder behauptet von sich, er erzähle nur die Wahrheit. Nichts anderes. Und jede Wahrheit klingt irgendwie anders. Was hier wirklich jene Nacht passiert ist,
werden wir wohl nie erfahren. Am besten du machst dir dein eigenes Bild davon. Immerhin bist du einer der wenigen, der die Titanic noch live sehen kann. In 70 bis 200 Jahren, so streiten die Experten, wird sie zerfallen sein zu einem einzigen Erzhaufen. Nichts ist dann von der Königin der Meere mehr übrig. Okay, gut zu wissen, aber das war mir schon bekannt, dass die Titanic da am Zerfallen ist. Nun ja, das Salzwasser ist eben doch sehr aggressiv, was das Schiff betrifft und ja... Weiter vor! Es kann nicht ewig alles rosten, ne? Weiter vor, ich bin doch schon unterwegs. Aber vom Schiff habe ich jetzt auch nichts mehr gesehen, seit ich die Transponder hier verteile. Wie viel muss ich jetzt? 4 Stück oder 3 Transponder? Du musst noch ein Stück weiter vor. Ja, bin doch schon unterwegs. Der redet mir einfach immer zwischen rein, anstatt dass er sich ganz normal gepflegt mit mir hier unterhält. Okay, da sind wir und jetzt setzen wir das... Mehr links. Wie, was mehr links? Ich bin genau richtig, Pappnase. Ich hab's hier doch hier direkt vor den Augen. So, so viel zu dem Transponder. Und nun gehe ich wieder. Sehr gut, du machst deinem Ruf alle Ehre. Einen Transponder müssen wir aber noch setzen. Mir war vorher nicht bekannt, dass ich überhaupt... Du musst noch ein Stück weiter vor. Jaha. Mir war vorher eigentlich nicht bekannt, dass ich überhaupt einen Ruf hatte, aber naja, gut. Was soll's. Dum-di-dum-di-dum. 40 Meter noch und es wird immer kürzer. Na, hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendwelchen Senf dazu zu geben? Ich meine... Du musst weiter vor. Mehr hast du nicht zu sagen. Ist ja klasse. Immer nur diese Kommandos geben hier und Befehle und überhaupt, ach, was weiß ich was, am Anfang noch Panik mache. Und jetzt hetzt er mich wie die Sau. Sadistische Bestie. So, das wär's auf jeden Fall jetzt zum 4. Transponder. Ich denke jetzt, die Mission ist abgeschlossen. Oder? Bilde ich mir das ein. Und das war der letzte Transponder. Spitzenarbeit von dir. Danke. Übrigens habe ich eine erfreuliche Nachricht für dich. Unser Kamerasystem ist eingetroffen. Oder anders formuliert, unserem Tauchgang in die Titanic steht nichts mehr im Wege. Toll, was? So, jetzt komm aber erstmal hoch. Ich stell schon mal den Sekt kalt. Bis später. Ich mach mich gleich auf den Weg nach oben. Jetzt aber, wo ich schon hier bin, möchte ich das Ding auch gern mal ein bisschen näher angucken. Also steigen wir mal auf hier. Gucken, was wir erkunden können. Bisher nicht viel. Gott, ist das Ding riesig. Wie hoch geht's denn dann noch? Ach ja. Aber nichts, was... Also ich sehe jetzt gerade nichts, was ich irgendwie sonst so aus Bildern erkenne, die ich da in Internet und Zeitungen und Fernsehen oder so gesehen habe. Also im Moment zumindest noch nicht. Oh, warum habe ich jetzt gestoppt? Der hat automatisch gestoppt. Nochmal kurz zurück. Und dann drehe ich mich. Hallo? Nein. Ach so, genau. Rückwärts muss ich anders lenken. So. X. Jetzt kommt ein bisschen mehr Gas hier. Also im Moment sieht, wie gesagt, immer noch nichts so ganz vertraut aus wie dem... Oh, vielleicht doch. Wow, 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 wow. Wow! Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Gottes Willen. Oh, versau ich mir hier gleich den Tauchgang? Nein, ich erkenne nichts. Zustand des Schiffes ist aber immer noch in Ordnung. Also meines Schiffes zumindest, nicht der von der Titanic. Nein, da ist jede Bergung zwecklos. Aber ich fange immer noch nichts an, hier speziell zu erkennen. Oh, oh. Umschauen hier. Oh, vielleicht sollte ich wieder die Kamera ein bisschen zurechtdrehen. Können wir jetzt doch wieder ein bisschen Gas geben. Ich denke nicht, dass ich jetzt noch auf irgendwelche Dinger knall. Welcher Teil des Schiffes... Das ist das vorderste Treppenhaus. Wenn du etwas mehr Informationen dazu haben möchtest, schau in dein PDA.
Und wo ist mein PDA? Danke für die Antwort. Ich habe keine Ahnung, wo mein PDA ist. Allerdings... das vorderste Treppenhaus. Durch den Lauf der Geschichte gibt es hier die unterschiedlichsten Geschichten und Darstellungen zu erzählen. Was letztendlich davon stimmt, kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Mehr Informationen dazu findest du jetzt in deinem PDA. Das legendäre Krähennest. Hier wurden die drei berühmten Worte gesprochen. Eisberg hart voraus. Wenn du mehr über die Geschichte vom Krähennest wissen willst, findest du es in deinem PDA. Interessant. Okay, ich denke, wir sind relativ nah am Bug. Und ich bin jetzt neugierig geworden. Optionen. Steuerung. Tastatur. Gucken wir mal. Propeller und so weiter haben wir alles. Außenkamera rotieren. Okay, Greifarmkamera. Wir haben eine Greifarmkamera. Kamera an- und auskoppeln. Innenraumkamera. Okay. Aber wo ist mein PDA? Mein sogenanntes... ich sehe hier nichts. Außenkamera rotieren. Tasten 1. Ach, vermutlich von der Maus hier. Taste 1, genau. Nein, ich... Tiefenruder hoch und so weiter. Okay. Nee, ich sehe hier nichts von dem PDA. Allgemein? Nee, auch nicht. Spiel... Untertitel anzeigen. Ach ja, mach ich doch mal rein. Wollte ich doch vorher schon haben. Übernehmen. Okay, hier geht es nur um die Optionen. Nein, ich finde hier nichts von einem PDA. Nun gut, vielleicht bin ich auch hier vollkommen falsch. Nein. Falsch. Hier drinnen, hier war was. Wo ist PDA? PDA. Nichts, was einem PDA hier irgendwie gleicht. Okay. Also, ich werde jetzt hier die Folge erstmal hier beenden. An dieser Stelle hier. Hier mit diesem schönen Bild im Hintergrund. Wir sind hier definitiv an der Titanic. Oh, geil. Werde hier die Folge jetzt auch speichern und dann sehen wir uns das nächste Mal. Jawohl, neu. Let's play. So. Gut, ich ver... Enter? Jetzt ist es gespeichert. Sicher? Ich muss auch ganz sicher gehen. Jawohl, ist es. Also, dann verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.